Wo ist er hin? Hey, lauf nicht weg. Ich such doch mal. Oh, Wizard Wavy, danke für dein Follow und sei herzlich willkommen. Ey, lauf nicht weg, ich brauche meine Schwester. Wo ist er hin? Ulle wished he could stay in the warm light of the library. Na, es geht nicht. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lilimur. Oh, danke fürs Aufhalten. Tuvra, glaube ich, oder wie der Name auch immer war. Ich sag einfach Gollum. Gollum 2.0. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Das ist nur eine Einbildung. Vertraue ihr nicht. Sie möchte nur deinen Tod. Ja, und gerade das mit dem Gelächter da hinten am Ende. Nee, 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 danke. Da ist es. Es war eine optische Täuschung. Und jetzt sitzt da ein Wesen, das mich fressen möchte. Ach du Scheiße. Wir müssen kämpfen. Es ist eine nackte... Was ist es? Ein Succubus? Ich sage jetzt ein Weizukubus. Möge der Kampf beginnen. Was ist das hier? Oha. Nein, 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 nein. Ich kann nicht abschießen. Oh shit! Oh, oh! Ups. Das war ein bisschen zu spät. Komm, das schaffen wir doch. Da lacht sie mich aus. Ich werde dich töten. So, ich glaube, das war der letzte jetzt. Was macht sie jetzt? Ich glaube, das ist das mit diesen komischen Dingern. Jetzt kommen die Dinger wieder, alles klar. Okay, so kann ich es auch unterbrechen. Denke ich mir mal. Irgendwo muss noch... Da. Hab's gefunden. Pff, nein! Stirb. Miststück. Ich meine, stirb, du wundervolles Wesen. Das hast du nicht getan. Dafür wirst du büßen.
Möge das Licht über alles siegen. Dieses Schwert wird das Herz durchbohren. Und du wirst sterben müssen. Ja. Boah, da bin ich aber weit geflogen. Wie, das war's noch nicht? Okay, das explodiert noch, also alles gut. Muss ich jetzt wieder... Oh shit. Da hängen die überall. So, da vorne ist noch einer. Okay, das sind wieder diese komischen Minen. Ja, ja, komm. Ist immer noch irgendwo einer. Irgendwo habe ich einen übersehen. Aber ich sehe keinen mehr. Ach so. Jetzt aber. Dein schwaches Herz. Möge es durchbohrt werden. Von meinem Zahnstocher. Und... Oh, schon wieder. Was? Die soll sterben. Okay, du willst es nicht anders. Oh, sie lässt Licht regnen. Tja, das Licht wird dir am Ende das Leben kosten. Boah, zum Glück, dass ich noch gesprungen bin. Ich habe damit gerade gar nicht gerechnet. Also sie lässt wieder Licht regnen. Kann ich auch. Nur, dass mein Licht ein Schwert ist. Haha. Alter, die ist ja stark. Akzeptiere, dass du jetzt sterben wirst. Stirb. Stirb. Und... So, du bist tot. Ja, Mann. Los. Alter. Echt jetzt? Boah. Gleich nochmal rein. Und nochmal. Stirb. Du blöde alte Hexe. Ich hab noch einen Hieb. Und noch einen. Für meine Schwester. Und für meine Mutter. Und für deine Angriffe. Und ich brauche noch mehr Blut.
Ich bemerke, es macht Spaß. Nochmal. Ich glaube, du lebst noch. Du hast geblinzelt. Sicher waren das nicht deine Nerven. Stirb Mutter Natur. Leide. Ich glaube, das reicht. Ich werd schwach. So, sei tot. Ja, um sicher zu gehen. Ah, ich kenne das aus Horrorfilmen. Da lieber nochmal nachstechen. Und nochmal. Das reicht. So. Oh. Okay, der Kleine hat nicht genug bekommen. Alles klar. Ich sag halt, der Kleine kommt zurück und der muss erstmal in Therapie. Der kann nicht mehr. Der ist durch. Ja. Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Sie wollte mich töten. Selbstverteidigung nennt man sowas. Verstehe das Problem nicht. War ich das etwa mit dem Wald? Nee. Tja, es sieht nicht gut aus, ne? Es ist so traurig. Die hat aber auch eine schöne Stimme, ne? Es ist so traurig und schön zugleich.
Oh je, oh je. So. Weiter geht's mit der traurigen Stimmung. Jetzt rennen wir ins nächste Unglück. Nils Hult. Was ist denn hier passiert? Sie haben sich vor irgendetwas verteidigt. Aber vor was? Hey, warum kann ich das angucken? Hier muss da irgendwo was sein, oder nicht? Da. Oh, das war die Statue von der Kreatur, die wir vorhin getötet haben. Ja, Zombies. Danke. Ich wollte eh nicht mehr. Alles gut. Okay, wir müssen schleichen. Schade. Können aber auch links lang. Da sind sogar zwei Kreaturen, aus denen irgendwie Ranken wachsen. Oh shit, da sind ja noch mehr. Nein! Ups. Wer hätte gedacht, dass noch Zombies kommen? Oh shit, ich hab die Vögel verscheucht. Warte mal. Wie kann ich... Geht das? Oh, tatsächlich. Nö, isst mal ruhig weiter. Lasst es euch schmecken. Jetzt kommt bestimmt links was raus. Nein, ich muss da rein. Oh, mein Licht funktioniert nicht mehr. Es ist nicht mehr stark genug. Oha. Das ist nicht gut. Die nächste Geschichte wird erzählt. Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. They started to execute them, hoping to find the right one. Men kept disappearing during full moon nights. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman, but to no avail. Heftig. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. Alter. They burned down more of the forest that had served them with resources. Then one night,
when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. Ein Shapeshifter war das. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. Das waren die Typen, die wir an den Bäumen abgeknallt haben. So, Chat, ich würde sagen, kurz auf Klo. Bis gleich, ja? So, ich bin wieder da. Was ist das? Ist das ein Baum oder ein Symbol? Jo, danke. Ich muss links lang. Haha, ihr seid so dumm. Geschieht euch recht. Okay, ich dachte, ich muss dahin. Ab durchs Fenster.
Oh, shit. Nicht gut, nicht gut. Was ist da los? Ah, ich kann ihn da weglocken. Oh, shit, warte mal. Kann ich hier hoch? Ja. Warte mal. Ne, ich glaube, ich muss hier an der Seite, an der Kiste hoch. Chat, sieht ihr die Lady da unter mir? Warum steht sie da? Ich glaube, das ist diejenige, die mich gleich jagen wird. So, wir schauen mal kurz, was das hier ist. Kreuz, das. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee, Kreis brauche ich nicht. Das brauche ich. Nein, nein, nein. Ach so, warte mal. Doch, das Kreuz nehmen wir mit. Ist ja ein bisschen größer als sonst. Weil wir haben ja nur das kleine Kreuz. So, und hier brauchen wir... Nein. Nein. Ja. Dann lass mal kochen. Sie will mich, ja. Das glaube ich aber auch. Okay, Kreis und den restlichen Scheiß von dem ganzen Symbol. Das war ja das Falsche. Das. Nein. Ja. Und wo war das jetzt mit den... Da. So, wir haben alle. Tadam. Und gleich weiter. Nein, du sollst rein. Achso, die Tür ist zu. Ich weiß ganz genau, gleich kommt die Lady. Da ist eine Kerze abgebildet. Irgendwo eine Statue oder so? Ne. Wie lang ist denn das? Ach so, ich muss ja auch nach oben.